Ja, und dann war da noch ein Mensch, der feststellte, dass seine Regalwand zu klein wurde. Ich glaube, dieses Problem kennen Sie alle, wenn Sie regelmäßig Bücher kaufen. Auch im Keller ließ sich nichts mehr unterbringen. Also begann er, Bücher auszusortieren und sie zu entsorgen, wie auch immer. Und was passierte dann? Hören Sie, Eugen Roth, Bücher. Ein Mensch, von Büchern hart bedrängt, an die er lang sein Herz gehängt, beschließt voll Tatkraft, sich zu wehren, ehe sie kaninchenhaft sich mehren. Sogleich aufs Äußerste ergrimmt, er ganze Reihen von Schmökern nimmt und wirft sie wüst auf einen Haufen, sie unbarmherzig zu verkaufen. Der Haufen liegt, so wie er lag, am ersten, zweiten, dritten Tag. Der Mensch beäugt ihn ungerührt und ist dann plötzlich doch verführt, noch einmal hinzusehen, genauer. Sieh da, der schöne Schopenhauer, und schlägt ihn auf und liest und liest und merkt nicht, wie die Zeit verfließt. Beschämt hat er nach Mitternacht ihn auf den alten Platz gebracht. Dorthin stellt er auch eigenhändig den Herder, 28-bändig. E.T.A. Hoffmanns Neuentdeckung schützt diesen auch vor Zwangsvollstreckung. Kurzum, ein Schmöker nach dem anderen darf wieder auf die Bretter wandern. Der Mensch, der so mit halben Taten beinahe schon hätte den Geist verraten, ist nun getröstet und erheitert, dass die Entrümpelung gescheitert.